Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Ja, wir müssen zu Chloe, ne? Aber erstmal können wir mit Alyssa reden, vielleicht. I'd love to talk, Max, but I'm drowning in puddle scum. Okay. In was für einer Pfütze? Da ist Chloe. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark, get set. Throw! Get the treat, boy! I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace, but let's not waste time. The doggy is busy now, but he might come back. Hätte ich Richtung Straße geworfen, wäre der locker überfahren worden. Schätze ich jetzt mal. Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy! Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Daydreaming. Ist aber irgendwie schon nice, ne? You scope the area. It would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Frank is almost a made-for-TV hoarder. This place is nasty. Willst du jetzt reden oder willst du nicht reden, Chloe? Can't quite. Picture Frank and Chloe drinking beer and hanging out. I think the doggy likes his bone more. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. Ich finde ihn niedlich. Niedlicher Name. Let's take him days to download porn. Yuck. Zip, nada, nothing. Schade. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. The archetypal filthy guy dishes. Good to know Frank has a knife lying around. Ja. Könnte nützlich werden, vielleicht. Of course Frank gets the munchies. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Whoa, what the hell is he doing with that? Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Kann man mich vorwarnen, bevor Chloe anfängt zu reden? Das wäre ganz nice eigentlich. Too bad I don't have my Frank Bauer's decoder ring. Oh. Are these for Frank or is he selling them? Or both? That's a pretty extreme lighter. Is Frank going to deal online now? Leitfaden zum Handel im Web für Noobs. Für Noobs. I could pry this vent open with the right tool. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Also ich denke, der Frank hier ist prinzipiell echt netter Boy. No more secrets. Nur halt auf eine falsche Bahn geraten. Ooh, Frank's stash. Wir brauchen Werkzeug.
Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Ja, und was? Vielleicht ja... That's a pretty extreme... Na, vielleicht das Messer oder so. Oder, oh. How can somebody live like this? Ja, das geht, wie du siehst. Messer nehmen, alles klar, es geht. Baseballschläger nicht, schade, okay. Nehmen wir das Messer. As good as a set of keys. Und stemmen das hier auf. My blade will open any portal. Oh. Geht das bei dem auch? Oh, es geht gar nicht, okay. Oh man, Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Frankie B. Hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Unterm Arm Pompidou. Der Name ist so cool. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Acadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. Rachel Amber. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Frank, was du getan hast, war uncool. Ich schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir und... mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. XO Rachel Amber. Eieiei. Chloe isn't scared. She's loving this. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! You totally defended stepstalker! Fuck everybody. Chloe! Oh Gott, fährt die schrecklich. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah, 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 as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid?
And he never does. No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Oh my God, what is happening now? Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first! You know the rules, Dad! Max, tell him! Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well... I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hands, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many? Alles klar. Mom said it depends. That's true. Ich frag mich gerade, was wohl passiert wäre, als wie Chloe reagiert hätte, wenn wir halt zu ihr gehalten hätten und nicht David Metzen verteidigt hätten. Es wäre mal interessiert zu wissen. Gut. Das hatten wir alles noch nicht gelesen, ne? Heute fand ich endlich heraus, was sich in Davids Geheimakten verbirgt und ich muss sagen, ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich bin erleichtert, dass dem nicht so ist und bin vielleicht nachsichtiger mit ihm, als ich sein sollte. Kein Wunder, dass er detaillierte Akten zu Kate und Rachel mit Bildern zu ihren Aufenthaltsorten hatte. David steht noch auf meiner schwarzen Liste, aber er ist ein guter Detektiv. Frank und Rachel hatten eindeutig eine Art Beziehung und ich glaube nicht, dass Chloe das gern hören wird. Sie muss aufwachen, wie wir alle. Als David heimkam, eskalierte es sehr schnell. Es wirkte aufgebrachter als sonst, zuckte aber nur mit den Schultern. Er wirkte aufgebrachter, oh. Als er mich in Rachels Sachen sah. Er war gereizt. Vielleicht werde ich den David, den Joyce so lieb, nie sehen. Sie und Chloe gaben ihm ordentlich eins mit. Das war das erste Mal seit Jahren, dass die beiden sich einig waren. Mein sechster Sinn sagte mir, jemand müsste David verteidigen. Nur dieses eine Mal. Ich glaube einfach nicht, dass wir genug Beweise haben, um ihm für alles die Schuld zu geben. Ja, er belästigt Leute und hat einen auf
Überwachungsfetisch, aber er scheint Informationen für seine eigene Ermittlung zu sammeln. Die mysteriöse Max weiß das zu schätzen und hofft, sein Material nutzen zu können. Trotz Davids Beweisen und dem Armband weigert Chloe sich zu glauben, dass zwischen Rachel und Frank was lief. Das mag ich an Chloe nicht. Sie wird verflucht störrisch, wenn sie ihren Willen nicht bekommt. Oder wenn sie etwas hört, das ihr nicht gefällt. Übelstes Leugnen. Ich verstehe, warum, aber es macht es nicht einfacher. Also schlug ich vor, uns Franks Wohnmobil anzusehen. Ich wusste, das würde Chloe sauer machen und sie würde alles tun, um seine Beziehung zu Rachel zu ergründen. Aber erst brauchten wir die verdammten Schlüssel. Also mussten wir ins Two Whales Diner und zwischen Frank, Nathan und Wachtmeister Barry hin und her zockeln und sie alle verschaukeln. Mir wird jetzt noch schwindelig, wenn ich daran denke, wie ich das durchgezogen habe. Hurra, Max. Manchmal glaube ich, ich schummle mich durchs Leben. Als erstes mussten wir Franks Hund aus dem Wohnmobil schaffen, also zogen wir die klassische Cartoon-Nummer mit dem Hundeknochen ab und Cujo wurde zu Scooby-Doo. Franks Wohnmobil enttäuschte nicht. Mondäner Müll? Ich habe keine Ahnung, wie das Wort ausgesprochen wird. Nennt mich dumm, meinetwegen. Mondäner Müll eines Dealers. Aber nicht so sehr Serienmörder, wie befürchtet. Wir durchwühlten ihn und fanden, was Chloe nicht finden wollte. Es tut mir leid, dass Chloe die Bilder mit Rachels Posen für Frank sehen musste, auch wenn ihr wirklich etwas an ihm lag. Für sie ist es ein weiterer Betrug, noch ein geliebter Mensch, der sie im Stich lässt. Sie hat auf die eine oder andere Art alle verloren, die sie je liebte. Nur ich kam zurück. Wofür? Um ihr Leben noch schmerzhafter zu machen? Könnte ich doch bloß bis zu dem Tag zurück, an dem wir voller Mehl waren. Das Leben war einfach. Alles klar. Ah, Foto. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here. Wo ist die Kamera? I am when your mom is away. Die Kamera. I'll let her know that. Da. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Yes. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Whales Diner Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Magazin, Tween Life, Roller Skater Fieber, Girl Gamers, Hinterwäldler, Chick, Dubstep. I know I've seen those pictures before. Oh. Ich will ans Telefon gehen. Scheiße. Hello. Hey, honey. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Chloe was so into manga. Nice hair. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious... No. You'll be grateful for that. My family never took fun, goofy photos like this. Someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! I miss movie nights here. Cookies and popcorn. I know they never took that big vacation. Aha! You can't... Score! Woo! Oh, Sofa. Geht ja auch noch. Ah! Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. I forgot about this.
Back to the lighthouse. Papa, danke für den Tagesausflug zum Leuchtturm. Ich habe dir eine Zeichnung als Erinnerung gemacht. Kuss, Chloe. Oh. We're all going to work at the two whales. What? That's a cool snow dough. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious... Obvious, but it'll have to do. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Keys, please. Kann ich mit Chloe reden? Nee. Kann nichts mehr weiter angucken, ne? War hier grad was? Und? Achso, Zeichnung. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. I knew this thing would come in handy. Why are my keys under here? And no Chloe and Max wine tasting session. Nein! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Moment. Hello. Hey, honey. Just made Bilder breakfast with Chloe. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Geht das? Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Weg. That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Keys, please. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Mann! Das kann doch nicht sein! Under Queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful. Aus kann ich nicht. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Kann ich die einfach behalten? Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. Einfach weggehen. You're bankrupting me. Hey, ich hatte die Schlüssel doch in der Hand, oder nicht? Ah, Moment. What? What? Ich habe gerade übersteuert, oder? Es tut mir leid. Ich sollte den Part beenden. Oh. Moment. I need to hide the keys where William won't hear his dumb beeper. Be there shortly. Love you. So. Excuse me, ladies. I have... I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great.
It comes every 15 minutes, and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries, and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. What? Ah, nee, okay. Okay, es hat gespeichert, Leute. Es tut mir leid, dass der Part ein bisschen zu lang ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Oh, voll gegen das Mikro gehauen. Haut da rein.